Herzlich willkommen bei German Gamer Company. Ich bin King Sigi und wir machen heute mal weiter mit Level 1 bis 30 mit dem Squamato und dem Zuwetter. Hallo. Hallihallöchen. Die Teams scheinen heute relativ aufgeglichen zu sein, würde ich sagen. Passt circa. Sowas von nicht. Nein? Eine Apetristan in der Mitte ist niemals ausgeglichen. Ja, okay, aber wenn der Gegner niedrig richtig spielen kann, dann... Level 6. Oh nein. Okay, ich nehme alles zurück, der Nase sieht ja gleich die ganze Scheiße wieder aus. Hm? Nicht noch... Ah, Nase, ich hasse diesen Dreckskerl. Deswegen. Siehst du, jetzt ein ist ausgeglichen. Ja, trotzdem, aber... Wart mich bitte, wenn das Spiel losgeht. Mein PC hängt nämlich gerade ein wenig. Ich hoffe mal, der kriegt sich nochmal wieder ein. Ah, kaum sage ich, kriegt das sich wieder ein. PC, häng dich auf! Nein, er hängt sich nie auf. Er braucht nur sehr lange, um einen Befehl auszuführen, weil er halt nicht mehr der Jüngste ist. Ja, ein Computer ist wie ein Taschenrechner. Bei irgendeiner Rechnung versagt er und macht einen Math Error. Nein, ein Computer ist wie ein Mensch. Er altert. Er altert. Und irgendwann ist er so alt, dass er nichts mehr denken kann. Okay. Ein Mirror. Und ansonsten... Chaco kann auch nerven. So, womit fange ich denn an? Ich nehme mal... Chaco und nerven. Am Ende geht er mir wieder auf den Sack, ich kenne das, aber... In dem Levelbereich wird er noch nicht vernünftig spielen können mit Chaco. Nee, ich sag das nur so, Chaco und Nerven, One-Hit-Kill. Und wie gesagt, in dem Bereich werden die nicht wissen, wie sie Chaco vernünftig spielen müssen. Ja, trotzdem, es gibt einige Leute, die smurfen. Ja, stimmt, haben wir ja auch. Ja. So. Kurz zur Erklärung für die Zuschauer, dass die sich nicht wundern. Ich probiere hier Ahri nur mal aus, weil ich die mir vielleicht irgendwann später mal kaufen wollte. Die gehört ja zu den teuersten Champions. Und ich will jetzt einfach mal ausprobieren, wie ich mit der Längs komme. Werten Dame. Ach, Ahri ist so kawaii. Ahri, besonders Popstar Ahri. Nidali und Gold, die kann doch nicht mal schwerisch treffen. Die ist so niedlich. Oh, doch. Sie hat getroffen, aber what the fuck? Sie hat jetzt getroffen. Das war mehr ausgefällt. Das war veraimed. Richtig sauber veraimed. Hoppla. Wir gewöhnen dir an. Warte. Ein Fallpot, das ist nicht gut. Ah, Minions. Gut. Nicht anhitten, warten bis die Lowlife sind und dann raufgehen. Ah, schade. Mann. Fail hier echt nach Strich und Faden. Der Trindamir wird nervt. Dafür der Trindamir wird nicht allzu gefeedet. Bei dir. Nicht, dass uns das gleiche passiert wie beim letzten Mal, ne? Das war ja wohl ein schlechter Witz beim letzten Mal. Das gibt's doch nicht! Der Trindamir hat so aufgeregt beim letzten Mal. Ach, es geht. Er war der Einzige, der auch genervt hat aus dem ganzen gegnerischen Team. Der ganze Rest vom Gegner war. Aber er war noch tötbar. Ja, aber der ganze Rest vom gegnerischen Team war Freakle. Er war kein Freakle, das war das Blöde. Ja, aber am Ende war der eigentlich easy. Am Ende, aber in der Mitte hat er und am Anfang hat er ganz schön gefickt. Was hat der mit denen auch da gemacht?
wir tauschen jetzt letzte. Bist du übrigens ein Jax, also. Was? Jetzt bist du ein Jax, also der Tründemel kann dir eigentlich gar nichts mehr. Übrigens, Mist, Nidalee. Ich klopp hier einen Rufentau auch auf. Interessiert ja keinen. Eine sehr gute Idee, dann machen wir das. Wir sind umgeben von Minions. Jetzt heißt es zurückgehen. Ja. Komm hierher. Zu mir. Wir chillen, wenn er näher kommt, machen wir das. Ich bin eine alte Camper-Taktik. Jo. Mit Level 6 komme ich mal ein bisschen hoch zu euch oder nach, je nachdem nach unten. Läuft ihr wirklich hinterher? Wie doof ist der? Der stirbt. Ich sterbe gleich, ja, er hat mich gekillt. Bring ihn bitte um, ja. Mist, der kommt weg auch noch. Der kommt weg, er hat Ghost genutzt. So schnell bin ich nicht. Sorry. Naja. Hab keinen Mana gehabt. Ich fahr nur ein bisschen und dann geh ich back. Okay, hätte ich gewusst, dass ich keinen Gegner auf der Lane hätte, hätte ich auf jeden Fall nicht Tristana gepickt. Sowas weiß man aber vorher nie. Was? Sowas weiß man ja. Aber vorher nie. Weiß man, deswegen, ich dachte, ich hätte jetzt ein bisschen Weakles, aber... Der Tründer geht mir schon wieder ein wenig auf den Geist. Den stoppe ich gleich mit Level 6, vorher geht's überhaupt nicht. Ah, Petrus, dann ist das ab Level 6 stark. Gegen Ulti? Hm? Ulti? Ulti. Ulti instant 300 Schaden. Mit Level 6. Okay, ich geh back. Und dazu kommt noch alleine klarkommen? Dazu kommt noch der Dot und alles möglich. Ich habe leider kein Ignite, aber es passt. Wenn der Jump trifft, sollte er tot sein. Ich habe zwar einen riesen Batzen Minions, die hier rumgehen, aber aufgeschissen. Bin unterwegs. Fick dich. Lass easy, das Leben ist wichtig. Ich dachte, es steht nicht auf. Wer hat denn der? Okay, passt schon. Nee, den Trunk krieg ich nicht so. Nein? Leben. Scheiß Tründer. Jetzt aber. Voll drauf. Nein. Okay, dann lassen wir das. Da drauf, dass er Selbstmord wegen Tower. Ja. Wenn er einmal dann wenn er einmal richtig seine Attackenskills used, sag ich. Dann sind wir gefickt deswegen. Und das ist mir der Kill nicht wert. Ellie ist wieder da. Das wird viel Farm. Wir machen einfach, wenn wir können, den Tower in Ruhe weiter und dann können wir chillen. Ja, mach das. Ach ja, ein Jax. Oh. Nein! Die Q hat ungefähr 1 Millimeter zu kurz gereicht, ansonsten wäre der Depp down drauf. Gewesen. Der macht nichts. Aber beide Team könnten sie sehr wohl nerven. Danke. Ach, Skurmato mit Nina, mit Fuck, du kannst dir mein Bild fast kopieren. Halt nicht in der Reihenfolge, aber von den Items her generell. Okay. Ja, ich werde jetzt fürs erste Mal einfach die empfohlenen Gegenstände nehmen. Die hat sie überlebt. Vorne gehen scheint das eigentlich nicht immer so geil unbedingt. Ja. Okay, gegen Leute in dem Niveau reicht, aber. Ja, hallo, dafür kenne ich sie noch nicht gut genug. Das ist ja für mich auch First Play. Ich vergesse immer, was macht dieses Areal eigentlich, was Nasus da immer erschafft? Ein bisschen Schaden.
Schaden plus Rüstungsverhinderung. Justus, aber hat das bis jetzt noch nicht einmal sinnvoll gejust, also. Weiß er? Renn! Nein! Jedoch Tom. Hör auf unseren Jax, hör auf den gegnerischen Jax zu feeden. Du bist witzig. Feed lieber Minions. Minions feeden Oh, tut immer gerne. gut. Hier, jetzt macht er sogar mir schon Schaden. Wirklich? Jetzt macht er sogar mir Schaden Alter. rein. Syndra geht auf den, Cyber geht auf den Sack. Mist, der ist weg. Ich Weg hasse oder du das. hast ihn umgenietet? Ich gewinne zwar immer noch gegen Weg. den, aber er nervt mich trotzdem ab. Okay, nein. Auf den Nasus habe ich jetzt keine Lust. Echt nicht? Dafür habe ich zu wenig Leben. Oh. Und kein Mana. Yes. Gesehen? Kann mir gleich jemand von euch bei Blue helfen? Oh, scheiß drauf, ich. Nee, ich hole mir erstmal Schuhe. Ich brauche jetzt Schuhe. So. Diggi, Ja? kannst du mir bei Blue helfen? Die gehen ja pushen gerade, warte mal. Dann kann ich euch mich helfen, weil dann hätte ich. Ich komme. Nein, ist weg. Hab nicht genug Mana für sowas. Na gut. Leute, kannst du den aber gleich stunnen? Was ist What the das? fuck? Okay, Ich hab gut. doch gesagt! Tristana burstet ab Level 6. Gefühl versprochen? Nein. So, der Turm ist weg. Weil darf man nicht diven. Kannst du mir dann gleich bei Blue helfen? Kann ich jetzt auch, wenn du willst, schon. Nee, ich möchte ja noch die Minions pushen und dann back. Dann mach ich kurz Wettbuff. Dann gehe ich hier kurz alleine auf den Tower. Oder geht du Und es auf auch nicht? Jax. Lenk dir einfach ab, dass ich das in Ruhe machen kann. Ja, ich bin hier gleich tot. Tot. Nun kannst du den Red machen, dann verpasse ich mich auch. Ich gehe kurz back und dann so. Ich weiß, ich dürfte eigentlich die Schuhe noch nicht weiterbauen, aber egal, ich will schnell sein. So. Ja, ich habe Skomato. Mit Ja. Ahri solltest du dir möglichst Griff des Todesfeuers schnell bauen. Griff des Todesfeuers. Hat eine richtig geile Aktive. Okay. Ich helfe euch jetzt mal kurz bei den beiden Idioten da oben und dann. Wieso stand man mich am Tower? An meinem eigenen Tower auch noch? Schade. Den Kill hätte ich auch gerne gehabt. Kannst du mir jetzt bei Blue helfen?
Ja klar, ich bin unterwegs. Reicht. Danke. Jo. Ah, Nasus. Hallo. Bleib da. Greif an. Mist! Kein Mana. Warum hat Depp mein Jack immer verlangt. so riesigen Mana-Probleme? Weil er Kopf. sonst zu viel zu OP wäre. Muss ich mir jetzt wirklich mit ihm Mana kaufen? Nein. Hab ich ja noch nie gemacht, aber es nervt. Ständig Mana-Probleme. Muss aber noch ein bisschen sparsamer sein. Bin so ein bisschen Lane pushen ist immer gut. Von mir rennt er sofort weg. Bleib hinter mir, du bist Fernkämpfer. Von mir rennt so weg. Lol, von mir hat er bis jetzt mal weggerannt. Sollte echt mal weniger sparsam mit meiner Ulti sein. Macht denn deine Ulti? Auch wenn ich die noch nicht ganz geblickt habe, wie die funktionieren Mit der soll. Ulti kannst du sehr schnell deine Position wechseln, das ist sehr nützlich gegen Nasus. Und die macht halt Schaden noch. Ja, und wie funktioniert die? Also wie setze ich sie ein? Mit R und dann portest du dich in Mausrichtung. Ich helfe dir mal, ich bin auf dem Weg. Ja, ich brauche hier mal eben Hilfe, weil der hat mich gerade verlangsamt und killt mich gleich. Ich weiß nicht, ob ich schaffe. Run, run, bitch, run, Weil wir run, halt. run. Na, okay. Renn! Renn, amigo! Hab's versucht, aber. Ich bin unterwegs. Ja, jetzt ist zu spät. Nein, Wenn die meine beiden. wegen Jax. Ja. Ahri ist einfach zu langsam. Brauchen wir diese Schuhe da. Vielleicht bin ich Wolltest dann du mir mal die gerade ernsthaft noch geschickter. klauen? Wieso klauen? Das war meiner. Ich hab dich gerettet. Nein, hast du nicht. Ich hab den gestunt. Und ich wäre weggekommen. Sicher? Sicher. Und übrigens, ja, ich bin schon dabei, mir Griff des Todesfeuers zu bauen. Aber, auf jeden Fall ist die ganz lustig zu spielen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was? Das ist. Warum glaubst du nicht top und farmst da? Ich geh mal kurz Botlane. Nasus und Jax zusammen habe ich es halt schwierig. Nee, also ich habe mit Nasus kein Problem. Also, der baut auch falsch. Vorsicht. Ja. Der Wahnsinn. Dachte ich, lock jetzt beide weg. Beiden zusammen sind einfach wesentlich schneller als ich und Ja, du musst in mit der, du wenig. kannst mit deiner Ulti sehr gut abhauen. Wo ich den Typen hier gerade so sehe, kennt ihr diesen einen aus Hearthstone? Ich habe ein riesiges Gewehr. Oh, ich hab die Ja. Sprüche aus, also keine Ahnung. Ja, nicht. Upsala, verklickt. Ich finde den so geil, auch wenn die Karte schlecht ist, aber das hört sich einfach mal so geil an.
Kriegst du den Typen alleine down? Sigi? Ja? Hast du, ja, wie heißt's? Aktiv von Klinge des gestürzten Königs bei dir genutzt? Gerade eben? Ja. Vergessen. Das war klar. Genauso weißt du schon, was du meine Ulti genutzt. Aber Blue Waffe ist bei Jack schon ganz nützlich. Ja, weniger. Die Mittler brauchen den deutlich mehr. Okay, jetzt bin ich da. Okay. So, okay. Ja, dann nimm dir. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Bleib zurück. Lock ihn an dich ran, lock ihn ran. Er lässt sich nicht locken. Pound ihn an, pounden. So, anhitten. Das ist doch jetzt immer gut. Jetzt. Noch ein bisschen renn weiter. Jetzt. Immer schon weiterlaufen. Ja, ja, keine Angst. Ich komm von hinten. Und rauf. Jetzt hau rauf. Alles, was du hast. Wir haben den nicht geklärt. Lass mir den. Nicht nehmen. Ums. Er ist weg. Weil du stehst 0,5 und das bringt dann nicht mehr allzu viel jetzt. Deswegen. Und wenn du wieder stirbst, gibst du wieder Geld für die anderen. Was ist mein? Ich? Ja. Ja, keine Angst. Ich probiere das Sterben sein zu lassen. Ja, okay. Gegner haben jetzt aufgegeben. Fuck, den wollte ich mir noch holen. Ah, schade. Das war fix. Mal schneller als sonst. Ja, irgendwie schon. Aber immer noch zu langsam. Okay, Leute, dann sag ich mal, danke fürs Zugucken. Ich bin fast Stufe 5, ist doch schon mal ein Anfang. Und bis zum nächsten Mal. Haut da rein.